Jetzt wollte ich gerade bei McDonald's was frühstücken, aber ich war viel zu früh dran. Oder ich bin viel zu früh dran. Kurz nach 7 und die machen erst um 8 auf. So kann's gehen. Die Nacht wollte mal wieder richtig beschissen. Und jetzt habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten, bin raus. Wollte was frühstücken, wie gesagt, haben noch zu. Jetzt warte ich hier aber, weil sonst fahre ich ja hier umsonst durch die Gegend. Bin gerade wieder im Umland, rechts vorne. Aus meiner Sicht ist der McDonald's und links das Kaufland. Ich war gerade schon drin. Das ist ganz witzig, wenn man kurz nach 7 bei Kaufland ist, da ist halt noch kein Mensch drin, großartig. Also es waren schon ein paar mehr, als ich gedacht hätte. Aber man hat da echt mal leere Kassen. Das ist ja wirklich ein Highlighter. Naja, also die Nacht war echt kurz wieder. Das ist ja wirklich das mit Hauptproblem, was aktuell besteht. Das hatte ich ja schon mal beschrieben. In diesem 4-Wochen-Video, weil du halt nachts einfach nicht mehr durchschlafen kannst. Und was ist eigentlich das Hauptproblem? Was ist das Problem dahinter? Also warum ist das so? Ich glaube, das hatte ich damals nicht so richtig beschrieben. Was ich, glaube ich, nicht so gesagt hatte, ist der folgende Fakt. Für alle, die mal eine Rückverlegung haben werden, einen Dünndarmstoma hatten und auch keinen Dickdarm mehr haben. Es kann auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es noch anders ist, wenn du jetzt auf den... Wenn du jetzt die Rückverlegung auf den Dickdarm hast, auf jeden Fall wurde mir damals schon beschrieben, es kann zu Inkontinenz kommen. Ja, das wurde mir schon von Anfang an beschrieben. Man wusste natürlich nicht genau, wie stark prägt sich das dann aus oder wie stark stellt sich das dar. Es ist dann doch schlimmer als gedacht. Und wenn ich jetzt abends, ich esse ja abends nichts mehr, wenn ich jetzt abends was essen würde, müsste ich aber auch zum anderen jede Stunde raus. Und es gibt einfach Momente, du schläfst ein und kannst das gar nicht richtig halten. Dann hast du so Vorlagen, wie so Einlagen quasi. Und das ist halt mega blöd. Die kann dich auch tagsüber mal erwischen, wobei da geht es eigentlich, du kannst es schon halten. Das wird ja auch getestet, also damals wurde das auch schon getestet, um zu sehen, wie der Pouch, ob der auch dicht ist, sagen wir mal so. Ist ja einfach so. Und da wird dann auch Kontrastmittel reingegeben. Er kann währenddessen quasi röntgen. Genau. Und danach, man liegt da so drin, und dann wird man quasi so hochkant hingestellt und dadurch kann man sehen, okay, ist auch, wird, kann man auch halten. Wird dann quasi so getestet. Und das heißt aber noch lange nicht, dass man es halt dann nachts auch halten kann. Und das ist eigentlich auch ein sehr starkes Problem. Deswegen habe ich aufgehört, abends auch zu essen. Zum einen, weil ich halt so oft aufstehen musste dann. Und zum anderen, weil das halt auch noch mit ins Spiel kommt, vermehrt. Und das ist halt wirklich sehr... sehr belastend. Was mir damals gar nicht beschrieben wurde, ist der Fakt, dass man mit Krankengymnastik oder Physiotherapie dahingegen wirken kann. Das ist diese sogenannte Beckenbodengymnastik. Und ich weiß noch nicht genau, wie sich das abspielt. Ich musste jetzt auch erstmal mich umschauen, weil es war natürlich wieder nicht einfach gewesen, überhaupt eine Praxis zu finden. Die haben alle Wartelisten. Heutzutage ist ja alles überfüllt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einer gesprochen, die meinte, ich glaube so, so Anfang August sollte das klappen. Jetzt war ich, meinte ich dann, okay, ich gucke mich noch mal weiter um, weil ich dachte, vielleicht kriege ich noch was, was näher dran ist. Aber gut, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe da doch hin und werde danach auch hinfahren. Das werde ich heute dann gleich machen. Das wäre jetzt auch noch viel zu früh, um da mich anzumelden. Ich hoffe, das klappt dann noch. Und dann bin ich mal gespannt, wie das überhaupt alles abläuft. Das muss man dann kontinuierlich machen. Da gehst du ja nicht nur einmal hin, da muss man ein paar Mal das machen. Und dann kann man das ja zu Hause, denke ich mal, irgendwie anwenden. Und dann sollte das auch besser werden, dass wenn du einschläfst, dass es dann auch nicht dazu kommt. Worauf ich auch mal eingehen wollte, ist noch mein Tinctura Opi. Das habe ich auch noch nie beschrieben. Es ist ja so, gerade in der Stoma-Zeit, wenn du gerade ein Stoma neu hast, der Darm braucht erstmal eine Zeit, bis sich das... Es ist ja am Anfang sehr, sehr flüssig einfach. Du verlierst auch zu viel Flüssigkeit quasi. Da wird dann gegengewirkt. Im Krankenhaus müssen sie so ein gewisses Level erreichen, bevor sie sich entlassen können. Und dann gibt es halt auch Mittel, um dabei zu helfen. Unter anderem halt Loperamid. Das werden ja vielleicht einige kennen. Das nimmst du ja auch, wenn du so als normaler Mensch, sage ich immer, wenn alles noch normal ist, Durchfall hast zum Beispiel, nimmst du das ja oder kannst es nehmen. Und das hilft ja dabei, dass es halt besser wird. Und wenn es halt ein paar Tage anhält, würdest du dann auch zum Arzt gehen. Jetzt bist du jemand, der ein Stoma hat, da kannst du das auch nehmen und an ganz anderen Dosen, weil das nicht mehr zu vergleichen ist. Es kann nicht mehr in dem Sinne zu so krassen, weil das soll, deswegen, als normaler Mensch soll man es ja auch nicht so stark nehmen und so viel, weil das ja sonst zu starken Verstopfungen kommen kann, dann hast du genau ein anderes Problem. Das würde ja so gar nicht passieren, jedenfalls nicht so schnell.
Und das trägt einfach dazu bei, dass die Flüssigkeit ein bisschen entzogen wird. Es bleibt alles länger im Körper drin, somit werden auch mehr Nährstoffe aufgenommen. Also jetzt im Falle, wenn du ein Stoma hast, Dünndarmstoma. Und dann ist das von Vorteil. Nur bei mir hat das irgendwann nichts mehr gebracht. Ich hatte das bis zu meiner Reha. Im August hatte ich das noch genommen, aber dann, also das wurde einfach, es hat nichts mehr gebracht. Dann muss ich aber sagen, wurde das dann von alleine auch stetig irgendwie besser. Auch das, was ich dann gegessen habe und so weiter, trägt ja auch dazu bei, zu der Konsistenz von dem Stuhlgang am Ende. Somit brauchte ich gar nichts mehr. Als ich dann in die nächste OP kam, November, Dezember, wo dann mein Pouch angelegt wurde, mussten sie ja leider das Stoma auch nochmal neu anlegen. Das musste so ein bisschen versetzt werden, was eigentlich schade war, weil das andere so perfekt eingespielt war. Als das losging mit diesem Stoma, war das richtig schlimm. Also das war wirklich wieder richtig schlimm. In dem Sinne, dass es halt wirklich viel zu flüssig war und ich hatte, also wirklich, habe dann wieder angefangen, Loperamid zu nehmen, hat aber nichts gebracht. Und dann, glücklicherweise, habe ich ja meinen guten Arzt und irgendwann, ich glaube, das war Ende Januar, Anfang Februar oder so, hat er mich auf Tinktura Opi gebracht, weil ich alles so beschrieben hatte und meinte so, Mann, das bringt alles nichts und hin und her. Und Tinktura Opi, ich zeige das mal von der Rückseite, ist so eine kleine braune Flasche. Das wird in der Apotheke extra zusammengestellt. Ich zeige die Rückseite, weil vorne steht auch mein Name und alles drauf, weil das ist halt wirklich fest eingetragen. Das läuft unter BTM, als BTM-Rezept oder wie das genau heißt, Betäubungsmittel. Darunter läuft es halt unter dieser Kategorie, weil es ja ein Opiat ist. Auf Morphium-Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Opium-Tinktur. Eingestellt heißt deswegen eingestellt, weil da genau drauf steht, was vom Arzt dann auch vorgegeben wird, wie hoch ist die Dosis. Die steht nämlich hier auch drauf. Das muss alles ganz akkurat. Das Rezept sieht auch ganz anders aus, als die man kennen würde, wenn man so zur Apotheke geht. Hat eine ganz andere Farbe. Und da sind sie halt wirklich ganz akkurat und genau, was ja auch richtig ist. Das Zeug schmeckt absolut abartig. Kommt halt so tropfenweise raus. Die kleine Flasche kostet mit 100 Gramm 120 Euro. Ich zahle natürlich nur einen Bruchteil durch Krankenversicherung. Da haben wir ja mal einen Vorteil in Deutschland, was sehr gut ist. Und also sonst würde ich das schon sehr teuer finden. Also auf die Menge ist schon krass. Und dann gehst du halt hin mit dem Rezept und das ist dann meistens, ich bin ja beim Arzt meistens so, weil der immer so meistens um 11 seine Sprechstunde da hat, bin ich dann, weiß nicht, gegen 12 oder so draußen spätestens und dann bin ich bei der Apotheke meistens im Anschluss, wenn ich es einmal, das hält ja so einen Monat, zwei Monate, je nachdem. Und dann gebe ich das Rezept ab und kann es meistens 18:30 Uhr abends wieder abholen. Also es braucht schon ein paar Stunden, das müssen die irgendwie zusammenstellen, keine Ahnung, wie die das genau machen. Und dann steht hier auch drauf, verwendbar bis und hergestellt, wann es hergestellt wurde. Ja, und dann nehme ich 4x10 Tropfen am Tag, wobei das aktuell auch nicht ganz stimmt, weil ich ja abends gar nichts esse. Jetzt würde ich zum Beispiel frühstücken und dann nehme ich halt 10 Tropfen dazu und das bringt halt wirklich was. Also du hast die Nahrung länger im Körper dann drin, Konsistenz am Ende, was quasi rauskommt, ist dann auch besser und nicht so flüssig, weil wenn es immer so flüssig wäre, verlierst du ja auch viel zu viel Flüssigkeit, was ja auch bei jedem anderen ist, wenn du halt Durchfall hast. Was ja auf Dauer nicht gut ist, abseits von Mineralien, die man verliert. Hoher Flüssigkeitsverlust würde sich ja irgendwann auf die Nieren auch ausschlagen. Und somit ist das eigentlich eine gute Sache. Jetzt heißt es wiederum, ja, aber eigentlich im besten Falle müsste man gar nichts nehmen, wenn du jetzt die Rückverlegung hattest, weil ja auch der Darm wieder viel länger ist und das ja viel länger Zeit hat, durchzulaufen. Aber bei mir ist das auf jeden Fall nicht der Fall aktuell. Ich habe es andersrum getestet, wo ich es weggelassen hatte. Bringt gar nichts. Ja, das ist so wirklich das Hauptproblem aktuell, was das anbelangt. Ja, und ich hatte auch Momente jetzt gehabt, wo mir Essen gar keinen Spaß mehr gemacht hatte. Das hatte ich damals auch natürlich erst recht, wo es mit der Krankheit losging. Da war dann alles noch viel schlimmer. Aber ich habe mir jetzt gesagt, das bringt nichts, du musst natürlich was essen. Das mache ich auch. Und das ist so das Ding aktuell. Jetzt werde ich mal gucken, dass gleich mal McDonald's aufmacht, dann komme ich nochmal zurück und dann kann man mal kurz quatschen. Jetzt habe ich endlich mein McDonald's-Essen bekommen, ganz unspektakulär. Es gibt einmal ein McMuffin Bacon Beef and Egg, sieht ganz lecker aus. Und ein
Sweet Croissant mit Marmelade. Mehr wollte ich nicht. Ist ja eh nur ab und zu. Und damit beende ich auch das Video. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.